Ja, Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Heute geht es um meine Uhr, und zwar um die Seiko Prospect Solar Diver. Es handelt sich hierbei um das Chronographenmodell mit der Referenznummer SSC015P1. Es handelt sich hierbei, wie gesagt, um die Chronographenversion. Schauen wir uns mal erstmal ein paar Specs an. Die Gangreserve beläuft sich auf 6 Monate, einmal aufgeladen, da es eine Solaruhr ist. Hat ein Quarzwerk mit dem Kaliber V175. Dann haben wir ein massives Stahlband. Sicherheitsfaltschließe mit 2 Drückern hier. Und einer Taucherverlängerung, die haben wir hier, damit man sie notfalls über dem Taucheranzug tragen kann. Ja, was haben wir noch? Ein Gehäusedurchmesser von 43,5 mm ohne Krone, eine Gehäusehöhe von 13,9 mm und verschraubte Kronendrücker. Leuchtmasse ist Lumibright, eine Lünette, die ein gutes Lünettenspiel hat. Nicht zu stramm, nicht zu weich. Ja. Ja. Und schauen wir uns mal das Ziffernblatt an. Hier haben wir erhabene Indizes. 3 Totalisatoren, das Datum fast auf A4, ein bisschen klein geraten, aber man kann es doch noch relativ gut ablesen. Hier haben wir die Sekunde, hier die Zentralsekunde für den Chrono, für die Stoppuhr, und hier haben wir halt nochmal die 24-Stunden-Anzeige und hier unten die gestoppten Minuten. Nochmal hier, zack, so. Ja, und die Drücker sind halt alle verschraubt. So, aufschrauben, mal gucken. Startet man den, ja, die Stoppsekunde, die der normale Sekundenzeiger, der läuft natürlich weiter. Und lässt man das halt laufen. Mal ein paar Sekunden, so, dann Stopp. Und dann wieder resetten. Sieht natürlich cool aus, ne? Aber da es mein erster Chronograph ist, klar, hat man damit ein bisschen rumgespielt erstmal so, aber im Endeffekt nutze ich ihn gar nicht. Ich finde, das sieht halt einfach, ja, wie sagt man, diese Komplikationen, im Englischen sagt man Complications, sieht irgendwie cool aus. Es hat irgendwas. Ist so, ja, irgendwie wirklich toolwatchig. Aber wirklich benutzen tue ich es jetzt nicht, eher wegen der Optik, weil irgendwie großartig was stoppen tue ich gar nicht. Dann haben wir hier halt die Stoppsekunde, die ist zur Hälfte rot eingefärbt, auch mit Lumibright. Genau wie die Zeiger, die sind weiß. Ich habe ja auch noch das Dreizeigermodell, da sind die Zeiger verchromt. Dann haben wir hier halt diese auf der Rehhaut die Zentralsekunden, die Hundertstelsekunden oder na die Teile halt. So, und dann steht das Seiko Solar Chronograph Divers 200 Meter. Es gibt, das ist noch ein älteres Modell hier. Es gibt bei den neuen, da steht dann einfach nur Prospects, beziehungsweise dieses, was aussieht wie so ein Kreuz oder ein X. Ne? Ja, und hier haben wir das Armband. Gut, die Uhr habe ich schon jetzt ein paar Tage länger. Die Centerlinks sind poliert, außen mattiert. Das Gehäuse ist auch hochglanzpoliert. Unten auch, warte mal, kann man das mal sehen, im verschraubten Gehäuseboden.
Wie gesagt, ist wenig zu sehen, da es eine Quarzsolaruhr ist. Ja, Quarzwerk ist jetzt eher unspektakulär. Da haben wir hier die, ich sag mal, das Logo, die Tsunami-Welle und dann Psycho. Da steht da Airdiver und Nummer an und sowas. Halt der Gehäuseboden. Ist aber ganz nice. So, kommen wir mal zum Lumen. Wie bei jeder Psycho-Uhr ist die Lumenstärke fantastisch. Also die ist wirklich gut. Machen wir gleich mal einen Lumen-Test. Moment. So, da werden wir die mal anwerfen mit der kleinen Olight Taschenlampe. Super Teil übrigens. So, mal ein bisschen anstrahlen. Wie gesagt, die hat auch einen Überladungsschutz. Wenn die einmal aufgeladen ist, halt nicht, dass da irgendwas passiert. So, das Lumibright ist echt fantastisch. Denke mal, das wird reichen. Hoffentlich kommt das gut rüber. So, ich hoffe, es kommt gut rüber auf der Kamera. Also Psycho Lumen ist wirklich klasse. Wir haben wirklich hier oben den Lumen Pip. Dann haben wir hier auf der Zentralsekunde und dann unten der Sekundenzeiger auf dem kleinen Kringel. Da ist auch noch was drauf. Also wirklich toll. Und überall fett mit Lumibright. So, machen wir wieder an. Ja. Und wirklich eine tolle Uhr. Also mir gefällt die sehr gut. So, machen wir die mal ans Handgelenk. Wie ihr seht. Also ich finde die steht nicht über, ist von der Größe her gut. Also, und die hat einfach so einen sportlichen Charakter. Die hat was. Hier auch diese roten Akzente hier an der verschraubten Krone. Übrigens, die Drücker müssen alle verschraubt sein. Ist ja klar, die Krone auch, ne? Sonst ist die nicht wasserdicht. Und das Hardlex-Glas, also noch keine Kratzer drin. Toi, toi, toi. Ja, wirklich eine tolle Uhr, also mir gefällt sie hier. Ne? Ja, gut, das wäre es dann. Das ist die Psycho Prospex Chronograph. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.